Ich fühle mich allein, ich will das nicht sein. Erzählen kann ich's keinem, mir fehlt doch nur ein Mensch an meiner Seite, der mich begleitet, der wie ich weiß, wie hart Einsamkeit ist. Doch weit und breit ist keiner zu sehen. Und ich frage mich, will ich so weiterleben? Kann ich so weitergehen? Oder soll ich aufgeben? Ich weiß es nicht und mir bleibt nur das Beten. Allein, ihr Baby in ihren Armen am Schrein. Sie kann nicht mehr verzeihen, ihr Herz kann man nicht mehr heilen. Ihr Mann hat sie verlassen, aus Lieben wurde Hassen, aus Lachen wurde Wein. Sie bricht innerlich ein, am Ende des Tunnels ist kein Licht mehr am Schein. Und nichts aus ihrem Kind scheint mehr wichtig zu sein. Sie trifft die Entscheidung, wird nichtig und klein. Sie ist nichts mehr, sondern gibt es dem Kleinen. Denkt nach über ein Heim, gibt nicht nach und sagt nein. Ist mit sich nicht im Rein, Schmerz sticht auf sie ein. Fühlt immer nur das Leiden, spürt immer nur die Pein. Dem Jungen schenkt sie Wasser ein, sich selbst nur noch Wein. Muss ich immer fragen, ob die Scheine noch reichen. Will ihren Sohn weitertragen, kann Rechnung nicht begleichen. Kann es sich nicht leisten und die Zeiten verstreichen. So kann auch eine Mutter an Einsamkeit verzweifeln. Ich fühle mich allein, ich will das nicht sein. Erzählen kann ich's keinem, mir fehlt doch nur ein Mensch an meiner Seite, der mich begleitet. Der, wie ich weiß, wie hart Einsamkeit ist. Doch weit und breit ist keiner zu sehen. Und ich frage mich, will ich so weiterleben? Kann ich so weitergehen? Oder soll ich aufgeben? Ich weiß es nicht. Er ist ganz allein beim Schreiben von Zeilen. Er wird für immer einsam sein, denn sie erreichen gar keinen. Er will einfach nur sein, sein Leben einfach nur teilen. Sich gegenseitig mitteilen und gemeinsam weinen. Es will er leise bleiben, dann aufsteigen bis zum Schein. Er will weinen, sich von innen heraus zeigen. Doch er kann es nicht und wird immer daran leiden. Ein Mann unter einem Licht in einem Zimmer, nur am Schweigen. Zeichnet auf Seiten sein Leben, die Seiten, die ihn zeichnen. Finger an den Stift zu leiten, dann Finger an zu gleiten. Keine Nebensächlichkeiten, die ihn weiterhin verleiten. Wenn er sich weit davon entfernt, die aus Weitem zu begreifen. Allein in Einsamkeit, keine Erscheinung eines Weiteren. Und die Zeiten versteigen. Rechnung kann er nicht begleichen, kann es sich nicht leisten. Am Ende wird es nicht reichen. So kann ein Mann allein an Einsamkeit verzweifeln. Ich fühle mich allein, ich will das nicht sein. Erzählen kann ich's keinem, mir fehlt doch nur ein Mensch an meiner Seite, der mich begleitet. Wie ich weiß, wie hart Einsamkeit ist. Doch weit und breit ist keiner zu sehen. Und ich frage mich, will ich so weiterleben? Kann ich so weitergehen? Oder soll ich aufgeben? Ich weiß es nicht und mir bleibt nur das Beten. Der Sinn des Lebens ist nicht einsam zu sein. Der Sinn des Lebens ist sein Leben zu lieben und in Liebe zu teilen.